Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 als China auf Gottheit. Wir werden hier jetzt gleich die Ägypter angreifen und Jerusalem befreien gehen. Aus reiner Nächstenliebe, selbstverständlich, wieso sonst? Und jeder, der was anderes sagt, wird erschossen. Und dafür bringen wir jetzt mal unsere Einheiten hier in Position. Und ansonsten bauen wir weiter fleißig in unseren Raumhäfen herum. Und hoffen darauf, dass die KI nicht noch weiter in Technologiesachen davonzieht, als sie es eh schon getan hat. Oder hoffen, dass sie zu blöd ist, halbwegs effizient diese Weltraumsachen zu bauen. Diese Hoffnung ist, glaube ich, sehr begründet, aber ich weiß nicht, ob sie begründet genug ist, dass wir tatsächlich noch gewinnen. Mal schauen. Let's see. Wäre ja aber auch langweilig. Oder in Wahrheit könnte ich ja viel besser spielen. Aber ich mache das hier nur der Spannung wegen. So full of shit. Ihr seid ein großes Übel in dieser Welt. Euer Name wird noch viele Generationen lang verflucht werden. Die vergleichen mich schon wieder mit Hitler. Ich mag das nicht, nur weil ich Österreicher bin. Das ist nicht nett. Richtig übel ist er erst geworden, als er Deutscher war. Just saying. Bei uns ist er nicht mal in die Kunstakademie gekommen. Ja, ich musste jetzt ein bisschen Stille halten, damit das einsickert. Okay. Ja, weiter hier wird blöd rumgestanden. Das macht mein Militär in Wahrheit auch so. Also zumindest da, wo ich dort war. Besteht die meiste Zeit aus blöd rumstehen. Oder stramm blöd rumstehen. Die zwei Dinge. Eigentlich mehr stramm blöd rumstehen. Also zumindest, wenn man bei der Garde ist. Einheit benötigt Befehle. Wo gehst du? Du bist unser Superman, genau. Und du musst warten, bis wir tatsächlich einen Raumhafen fertig gebaut haben. Okay, jetzt stehen wir langsam genug blöd hier herum, oder? Auf geht's nach Jerusalem. Mit oder ohne Deus Vult. Ob Deus Vult oder nicht, besser gesagt. Hey, Casus Belli. What's up? Du bist ja nicht mit denen verbündet, oder? Nein. Hey. Ha, Osiris wird erfreut sein, meine Feinde in Empfang zu nehmen. Ich glaube fast nicht. Wenn ihr so blutdürstig seid, ist es vielleicht besser, eurer Herrschaft ein Ende zu bereiten. Ey, warte mal, ist das jetzt so eine Scheiße von... Ah, nein, ich bin gar nicht gefeiert, ich kündige. Du kannst mir nicht den Krieg erklären, ich erkläre ihn dir. Bullshit. Diese Tricks funktionieren nicht. So, du kommst hier hin, du kommst hier hin. Du kommst mal vorläufig hier hin. Wir tasten uns hier langsam und sachte, behutsam, an den Gegner heran. Außer hier natürlich, da müssen wir jetzt... Da muss, ah, verdammt, ich habe keinen fucking Ballon gebaut. Ich brauche zwei Ballons. Stupid me. Wie viel kosten die Dinger denn? Kann ich die kaufen? Hey, warte mal, chill kurz. Ein Objekt kaufen. Aufklärungsballon. 735 für einen popeligen Aufklärungsballon? Warum? Ist das Leintuch aus Gold oder was? Wie lange dauert es, ihn zu bauen? 8 Runden! Spiel! Warum tust du mir das an? Nur ich zu blöd bin, ihn rechtzeitig zu bauen. Na, aber ich brauche die Dinger doch. Jerusalem anzugreifen. Ah, fuck it. Kauf einen Aufklärungsballon, dann kann das Ding wenigstens eine Reichweite von 3. Schmerzhaft. Schwerer Fehler. Dumm, vor allem so dumm. Wirklich einfach dumm, muss man sagen. Fabrik hier. Ich meine, da bringt sie nicht so viel, weil da ist eh nichts in Reichweite. Vor allem solange wir nicht Toronto haben, aber das wird sich aber bald lösen, wenn die Ägypter endlich nicht mehr sind. Habt ihr eigentlich noch irgendwo eine. Ihr habt sicher auch irgendwo noch eine blöde Stadt hingesetzt, oder? So wie ich das Leben kenne. Sumerien. Sieht mir nicht danach aus. Wenn ich da einfach nur so... Warum ist da schon wieder ein Barbare? Kazu Vinius, what the fuck are you doing? Mach deinen Job hier und kill Barbaren. Furchtbar. Die Stadtstaaten von heute sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Okay, du kannst mal ausruhen. Du chillst halt dabei. Ohne deinen Ballon... Ah ja, genau. Das Gemetzel. Da war ja was. Das Gemetzel müssen wir noch machen. Du schießt mal auf den hier. Du kannst dich mal. Du darfst dich nicht hier hinstellen, das finde ich unsympathisch.
Du darfst auf jeden Fall mal hier hin. Und den hier schießen. Der ist nicht tot. Beeindruckend, finde ich. Kannst du hier hin und noch schießen? Ja. Einmal. Und ist schon tot. Und ist schon tot. So schnell kann es gehen. Ah, Moment. Hey. Ich hätte mir die Policy wiederholen sollen, nicht wahr? Gell? Habt ihr alle geschrien, wo ich sie nicht gewechselt habe, wo ich konnte? Ja. Also die, dass ich Geld dafür bekomme, wenn ich Einheiten kill, die ein Zeitalter hinter mir sind oder sowas. Das ist gegen die KI, glaube ich, nicht so gut wie immer nützlich, weil die ihre Einheiten nicht upgradet. Du kommst mal wieder woanders hin und zwar nach Banza Nsundi. Wunderbar. Jo, Jesus. Handy, krieg dich mal wieder ein. Ich schau ja gleich. Mit schon wieder Aufmerksamkeit zwischen Katze und Handy. Nur lauter Dinge, die Aufmerksamkeit wollen. Meine Katze ist natürlich kein Ding. Keine Sorge. Katze ist ein Arschloch. Kein Ding. Alright. Nein, sie ist eh lieb. Jesus. Jetzt krieg ich ein schlechtes Gewissen, nur weil ich so scheiße über meine Katze rede. Dabei ist sie eh sehr süß und lieb und nervig. Alright, egal. Was machen wir mit diesem Arbeiter? Jetzt rede ich mal die Katze, jetzt kann ich mir nachdenken. Handy, chill the fuck down, please. Ihr könntet jetzt sagen, stell's halt auf lautlos. Ja, ich. Aber dann muss ich jetzt die Hand von Mama ausnehmen und. Okay, fuck it. Jesus! Jo, ich, mein Gott! So, okay. Ist lautlos, alles okay, alles professionell hier. Alles absolut professionell. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte diesen blöden Handwerk gegen das Tun geben, aber ich weiß ja nicht was. Gehst du da rauf und irgendwas irgendwo hinbauen? Was macht denn am meisten Sinn? Es gibt zu viele Möglichkeiten, versteht ihr? Ich kann damit nicht umgehen. Zu viele Möglichkeiten. Ja, geh dahin, bau ein Sägewerk. Mein Gott, dieser Handwerker macht mich so wütend, wenn er mich in seinen großen Augen anschaut. Was soll ich machen mit meinem Leben? Ich will diese Verantwortung nicht. Verdammt nochmal. Wie bedauernswert. Und Geschenke, nur am Betteln sind die Leute. Wie seid ihr jemals irgendwie Oberhaupt eines Staates geworden? Kann euch ja nicht ernst nehmen. Bist du mein Feind? Bist du mein Feind? Ägypten, was gehört dir alles, außer Toronto, gar nichts. Kavallerie. Beeindruckend. Beeindruckend. Das war nicht mal komplett sarkastisch gemeint. Okay, du kannst dabei verschanzen. Dich meine ich damit. Ja, du bleibst da stehen. Kommst hier runter. Wo ist mein Aufklärungsballon? Da ist mein Aufklärungsballon. Willst du dich da wirklich hinstellen und zusammenschießen lassen von irgendwelchen Schweinen? Nein. Doch. Doch, scheinbar will ich das. Okay, dann, ja, stell dich halt dahin. Verschanz dich mal. Du stellst dich hier hin. Dann kommt noch ein Aufklärungsballon dahin. Daneben, wenn ich das richtig noch weiß. Also meine Offline-Kampagne, weil da habe ich ihn draufgesetzt und dann ging es plötzlich nicht. Ich werde ziemlich angepisst deswegen. Dass sie das so genau nehmen. Ihr könnt natürlich eigentlich auch nach vorne. Da, geh mal dahin, du geh mal dahin und du kannst da gar nicht hin, okay. Dann verschanzt ihr euch schön und dann schauen wir, ob wir beim nächsten Mal angreifen oder nicht. Alright. Soweit. Chengdu, du hast dein Zeug wieder repariert. Wunderbar. Dann kannst du mal einen Markt bauen, weil Geldprobleme hatten wir auch irgendwann. Warte, wir haben wirklich Geldprobleme. Jetzt sind wir nur noch plus 37. Vorher war es doch gerade noch plus 60. Holy shit. Du baust einen Unterhaltungs-Dingsbums. Ja, eh, schau, die Kriegsmüdigkeit ist schon wieder raufgegangen. Ich habe bin wirklich von lauter Arschlöchern umgeben hier in meinem Land, in China hier. Es passiert eh nichts. Die noch nie, haben keinen Krieg gesehen. Ihr seid weit weg vom Geschehen, trotzdem alle am Weinen. Es ist noch niemand. Wann ist das letzte Mal einer meiner Soldaten gestorben? Sterben nicht mal eure Söhne und Töchter. Oder zu dem Zeitpunkt noch eher nur eure Söhne. Im Krieg. Also, nur die der anderen. Macht euch keine Sorgen, die haben das eh verdient. Okay, wir beginnen. Da geht irgendwie auch nichts weiter. Okay, wir werden das jetzt mal hier. Ah nein, jetzt sind wir schon gleich schnell. Das heißt, du gehst wieder nach. Du kannst nach Rakete, Chengdu, du kannst überall hin. Überall gibt es unglaublich viel Nahrung und Produktion abzuholen. Ein wahres Fest ist das. Eine andere Stadt transferieren.
sieht's da oben aus? Bist du 15? Warte, bist das, du hast dich aufgeholt, sondern du bist zurückgefallen? Ist das, wie das hier funktioniert hat? In dem Fall bin ich böse. Freut mich gar nicht. Eine Börse in Peking. Was? Von Barbaren? Wait, what? Peking? Wo ist Peking? Xi'an, Handan. Du bist Peking. Wo? Ich hab den Typen noch umgebracht. Okay, repariere deine Börse. Du musst jetzt wohin? Wo habe ich noch keinen hingestellt? In Xi'an steht schon einer. Im Industriegebiet, oder? Ja. Da steht noch keiner im Industriegebiet. Na so, du bist doch die falsche Stadt. Da! Ja, du gehst nach. Zeug. Banzensundi. Ich soll die Stadt richtig aus. Also, ich weiß nicht, ob es richtig war, aber zumindest nicht nur irgendwelche Zeug oder so sagen. Es ist meine eigene Stadt. Ich sollte Respekt zeigen. Es tut mir leid. Liebe Mbanza-Nsundia, es tut mir leid, ich gelobe Besserung. Seid bitte nicht mehr so kriegsmüde. Das macht die Sache nämlich schwieriger. Für mich und im Endeffekt auch für euch. Behaupte ich jetzt mal. Ja, das hat jetzt nicht gerade einen Riesenschaden gemacht, muss man ehrlich zugeben, aber okay. Shit happens. Dann schießen wir doch gleich nochmal. Dann schießen wir doch gleich nochmal und nochmal und nochmal. Ja, da bin ich überall nicht hin. Wie viele Kavalleristen sind da für nix? Ich glaube, ich bleib da einfach blöd stehen auf der Seite. Vielleicht greifen sie die an und ich habe Glück. Damit eigentlich will ich noch nicht nach vorne gehen und du hast keinen blöden Ballon. Wie lang? Nein, nicht so. Nicht so. Das ist eine schlechte Idee. Don't do it. Ja, ich fahre einfach rüber zum Ballon, oder? Geht schneller. Du bleibst einfach da und verschanzt dich. Du bleibst hier stehen. Du kommst hinten nach. Wunderbar. Das funktioniert alles ganz toll. Kann ich nicht vorstellen, dass irgendwas schief geht. Chengdu, du brauchst auch keinen Händler. Sind hier auf 22, hier auf 22. Und dann kommst du mal wieder nach Xi'an, mein Freund. Du kommst auch nach Xi'an. Ist mir alles egal. Die einzigen Städte, die noch wichtig sind, sind die, die hier meine Weltraumhäfen bauen. Okay, weiter geht's. Plastik hätten wir erforscht. Naja, jetzt geht's los. Naja, so schlimm war das gar nicht. Es hätte übler sein können, finde ich jetzt halt. Weil gut geht's dir nicht, muss man zugeben. Nothing on this earth lasts forever. Except maybe plastic. Ich glaube nicht, dass Plastik ewig hält. Also wenn dann die Sonne zum, wie heißt das, einem roten Riesen wird und so, ich glaube irgendwann ist das auch dem Plastik zu viel, um ehrlich zu sein. Ist nur eine Theorie von mir. Ich bin kein Wissenschaftler, weiß es nicht. Okay, here we go. Du kannst mal sterben. Magst du nicht irgendwann befördert werden, damit ich dich nicht abziehen muss, sondern dich einfach so nebenbei heilen kann, sozusagen? Scheinbar nicht. Ja, geht. Okay, Produktion wählen. Arena, ja, macht euch alle glücklich. Brot und Spiele. Wir haben die Spiele vergessen. Wir haben uns zu sehr aufs Brot konzentriert. Den Fehler machen wir immer. Wollte ich gerade einen bösen, schlechten Witz reißen. Mein Gott. Gott sei Dank habe ich es nicht getan. Bitte seid alle ganz kurz stolz. Ich weiß nicht genau wieso, aber glaubt mir. Seid stolz auf mich. Das war besser so. Holy fuck. Okay, du gehst nach. Wohin? Du gehst nach Rakedet. Wunderbar. Du gehst nach. I don't know. Du gehst nach Guangzhou. So. Jetzt geht's hoffentlich wieder ein bisschen schneller. Du kannst noch. Ich wollte eigentlich nur nachschauen, was es tut, gell? Und es nicht gleich draufbauen. Aber das habe ich natürlich schon wieder vergessen gehabt, bis der Handwerker dort angekommen ist. Geht Tee abbauen. Ich brauche einen guten Schwarztee zur Beruhigung der Nerven. Wie schauen wir aus? Oh, bissi besser. Bissi besser. 58, 61, aber mit dem überhaupt nicht besser. Der macht auch immer noch mehr als ich. Shit, ich muss Arabien angreifen gehen. Das Leben ist nicht schön. Auf was gehst du eigentlich? Was ist denn dein. What's your Endgame hier, Arabien? Religionssieg. Bist du eh noch weit davon entfernt. Relativ, sage ich jetzt mal. Ihr seht mir gestorben. Niemand ist gestorben. Das ist immer mal schön zu hören. Das ist in Civ nicht anders als im echten Leben. Nicht sterben. Hey, da ist ein Pikenier da hinten. Kannst du bitte weggehen von meinen wunderschönen
unschuldigen Artilleristen hier. Die machen ja auch nur ihren Job, okay? Okay, come on. Wir kriegen dich doch noch so weit runter, dass du nicht mehr schießen kannst. Ums Arschlecken nicht, glaube ich. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Schaden irgendwie proportional abnimmt. Hey, du kannst eine Bank bauen. Geld brauchen wir auch bald. Oder natürlich mehr Wohnraum. Aber wir sind eh so unglücklich. Sollt ihr nicht so viel Sex haben, wenn ihr schon so unglücklich seid, verdammt nochmal. Kriegt ihr noch Kinder, die werden auch unglücklich. Nur glückliche Leute sollten Kinder haben. Das ist vielleicht jetzt ein etwas... ein etwas sensibles Thema. Also in Wahrheit dürfen natürlich auch unglückliche Leute Kinder haben. Vielleicht sind glückliche Leute einfach generell Arschlöcher und sollten auch keine Kinder haben. Who knows? Ich stelle dir nur Fragen, ich beantworte sie nicht. Bank. Okay. Ist das schön, wenn man sich wieder in Ziff flüchten kann, wenn man nichts mehr sagen will. Du gehst irgendwo, bleibst stehen. Keine Ahnung, was ich mit ihm machen will. Der steht jetzt einfach nur blöd hier. Der fühlt sich so verarscht. Auf der anderen Seite ist er froh. Sonst würden die Leute auf dich schießen. Da hinten ist es sicher gemütlich. Gibt's ein Lager, Casino, ein Bordell. Alles, was das Herz begehrt. Habe mich jetzt gerade geoutet, also was mein Herz begehrt. Das ist natürlich gemeint für Soldaten. Ich habe einen Vorurteil geoutet gegen Soldaten. Ich würde natürlich niemals in ein Bordell gehen. Never ever. Und in ein Casino schon gar nicht. Ich gehe höchstens in die Kirche. Also, ich tue hier. Großes Ehrenwort. Gib bitte! Das ist, dann verschanzt dich halt. Das ist so Angst. Oh, du kannst die Runde nicht überspringen. Mi. Schweinehund. Du gehst hier das Industriegebiet beschützen. Gegenspionage. Beschützt das Industriegebiet. Wunderbar. Nächste Runde. Soll ich sie einfach rüberschicken, die Armee dann? Und ihm auf die Nerven gehen? Ich weiß es nicht, aber dann habe ich keine mehr da. Dann greift mich wieder mehr an. Ihr kennt das Ganze. Nicht auszuhalten. Nur für die beiden gibst du mir so viel Zeug. Ist das so viel Zeug? Keine Ahnung. I'll take it. Allah segne euch. Ja, Allah segne. Beschäftige dich mehr mit Allah und weniger mit dem Mars und dem Mond und so. Alright? Mehr Religion, weniger Wissenschaft. Du bist eindeutig falsch. Gott mag nicht, wenn du dich hier so falsch positionierst. Wenn du deine Prioritätensetzung dermaßen verscheißt. Kennen wir dich? Ich hatte das Gefühl, das sollte gehen. Wenn es nicht geht, könnte es problematisch werden, weil der jetzt auch vom Lager angegriffen werden kann. Ja, es geht. Ziemlich offensichtlich. Was? Nein, natürlich will ich jetzt keinen Frieden mit dem machen. Was für eine blöde Schnapsidee ist das denn bitte? Ich kriege keine neuen Annehmlichkeiten und Annehmlichkeiten sind eh schon mein Problem. Ich gehe Jerusalem vielleicht befreien. Wobei, wie viel kann ich das so sehen irgendwo? Ägypten ist verloren, wenn ich meine Liebe nicht umarmen kann, umarme ich die Schlangen. Okay. Jetzt könnte ich dich befreien. Mache ich viel mehr Wissenschaft gerade? Nein. Und Toronto gehört jetzt aber mir. That's the whole motherfucking point. Yup. Genau so und nicht anders. Stadt behalten. Stadt befreien, an Gründer Jerusalem übergeben. Deutlichen Reduktion zuvor verdienter Kriegstreibermalusse. Ja, Mama. Bam! Ist dieser Infanterist jetzt, hat der Selbstmord begangen? Nein, der ist noch da, sehr schön. Gut! Schade, dass es die Kriegsmüdigkeit nicht runtersetzt. Habt ihr nicht gesehen, wir haben ein ganzes Volk befreit! Und ihr seid kriegsmüde! Ihr Monster. Immer noch kriegsmüde, die erholen sich einfach nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ja, kein Bock mehr. Streik. Ist China hier und nicht Frankreich. Hier wird nicht gestreikt. Hier wird brav gearbeitet. Ganz viele iPhones gemacht. Polen. Ja genau, da wollte ich ein Sägewerk hinbauen. Das ist richtig. Gut. Hätten wir das mal erledigt. Alles okay? Mir gehört Toronto wieder. Da kommt Freude auf. Ja, das macht alles schon viel, viel besser. Fühle ich mich gleich gut. Das Einzige, über das ich mich noch nicht gut fühle, ist fucking Saladin. Der versteckt sich auch noch. Naturschutzergrund. Wir wollen die Natur nicht schützen. Wir wollen ja weg. Dafür gehen wir ja auf den Mars. Damit wir die blöde Natur nicht schützen müssen.
Wo ist er schon wieder? Der Saladin da. Irgendwo versteckt. Mitten in der Scheiße. Könnt ihr bitte alles Saladin angreifen? Was macht ihr mit eurem Leben? In der kann abgegradet werden. Nein, befördert. Abgegradet ist was anderes. Zum 100.000. Mal Gummibaum. Reiß dich zusammen. Wo nochmal? Du hast von allem genug. Du bist unglaublich glücklich eigentlich. Big Ben oder Eiffelturm. Wollen wir irgendwas bauen? Alle Gefälle finden. Plus 2 Anziehungskraft. Meh. Big Ben, ein Wirtschaft. Ja! Das ist cool. Bauen wir Big Ben. Let's go. Here you go, Shanghai. Du baust ein Zoo. Du baust ein Zoo. Alle bauen ein Zoo. Du kannst. Ah, du kannst befördert werden. Plus 7 Kampfstärke gegen Landeinheiten, plus 7 Kampfstärke für Verteidigung. Nach Verteidigung müssen die sich nie, weil wir uns ja so schlau aufstellen, dass der Gegner niemals meine Artillerie angreifen kann. Das heißt, diese Beförderung ist völlig für nichts. Brauchen wir nicht. Also noch mehr kann befördert werden. Du kannst auch noch befördert werden. Holy shit, hier, Karete. Nicht zu verwechseln mit der Grete, das ist ein Fußballbegriff. Wo... Ich muss jetzt nicht nachdenken, okay? Ich musste lustigerweise über das Wort Begriff nachdenken, nicht darüber, woher jetzt Grätsche kommt. Was wahrscheinlich noch schlimmer ist. Aber egal. Hätte ich ja gar nicht sagen. Ich will jetzt überhaupt nicht zugeben müssen. Warum mache ich sowas? Das ist behindert. Ich sage jetzt oft behindert im negativen Sinne. Ich meine es natürlich. Ich meine es wie idiotisch. Ich glaube, es ist eine österreichische Eigenart, das zu machen. Wir sind da ein bisschen leider. Noch nicht genug sensibel genug diesem Thema gegenüber. Hat nichts mit mir zu tun. Wenn man einen Fehler macht, immer so aufs eigene Land schieben. Das geht super. Dann sind nämlich gleich 8 Millionen andere Leute auch schuld. Man nicht nur selber. Ist viel besser. Live-Pro-Tipp bei böser Gummibaum. Wir haben schon wieder 21 Minuten gespielt. Von dem her. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn das der Fall war, muss ich mal wieder dazu sagen. Habe ich euch schon lange nicht mehr gesagt. Lasst doch ein Like da und abonniert den Channel. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.